Hey ihr Lieben, Film läuft, ich auch. Vogel fliegt, Fisch schwimmt, Mensch läuft. Mit diesem Zitat von Emil Zapotec möchte ich mit euch ins neue Jahr starten. Frohes Neues, ich hoffe euch geht's gut. Ich will in diesem Video mal versuchen, die Impressionen aus 2022 in neue Motivation zu verwandeln. Kurzes Intro und los geht's. Das letzte Jahr stand für mich im Zeichen der Halbmarathons. Ich habe versucht, so viele wie möglich zu sammeln. Das war heute Halbmarathon Nummer 5. Wir haben es geschafft. Wir haben den Halbmarathon weg. Mein 14. war's. Ich will heute meinen 20. Halbmarathon in diesem Jahr rennen. Schaut euch mal den Kleinen an, der ist bestimmt gerade aus dem Nest gehuppt und ist gerade flügge. Ja, nicht erschrecken, mein Kleiner. Und somit wird das heute mein 26. Halbmarathon in diesem Jahr. Halbmarathon Nummer 27. Das gestern war mein Halbmarathon Nummer 38. Und das ist Nummer 40 dieses Jahr bei mir. Heute. Das ist heute Halbmarathon Nummer 43. Nummer 44 in diesem Jahr. Ja, gestern 43, heute 44. Das heute ist mein Halbmarathon Nummer 52. Ja, mein Ziel habe ich heute erreicht. Ich wollte jede Woche einen laufen, aber ich habe es nicht ganz so verteilt. Es war auch mal eine Woche Pause dabei. Im Urlaub war es mir einfach zu warm. Aber ich habe es geschafft. Ja, Motivation bedeutet ja immer so ein innerer Antrieb, den Schweinehund zu besiegen. Und das hat gut funktioniert bei mir. War auch mal eine ganz neue Erfahrung mit den Halbmarathons. Zum Glück gab es in diesem Jahr wieder ganz viele Laufveranstaltungen, Wettkämpfe. Das war echt schön und das kann ja auch sehr motivierend sein, sowas als Ankerpunkt zu nehmen und darauf hin zu trainieren. Ja, entweder um eine persönliche Bestzeit wieder mal zu erreichen oder einfach nur um teilzunehmen. Und so ging es los mit dem Muldentaler Städtelauf. Der fand offiziell nicht statt, aber wir haben uns selber zusammengefunden oder es waren halt einige am Start, die ihn trotzdem gemacht haben. Grüßt euch! Hey! Ja, wir lassen uns nicht lumpen und machen heute unseren Halbmarathon von Wurzen nach Grimma. Wenn ihr Lust habt, kommt mit! Weiter ging es mit dem Mazda-Lauf in Eilenburg. Ein ganz besonderes Highlight war der Liebenburger Lauf rund um die Bärenköpfe. Da hatte uns der Steffen eingeladen. Sei gegrüßt, mein Guter. Und wie ich es bei dir bei Insta im Status irgendwie gesehen habe, ist seit jetzt, seit Januar, die Anmeldung schon wieder möglich. Also wenn ihr Interesse habt, schaut da mal vorbei. Da gibt es einen Zehner und einen Halbmarathon. Das ist wirklich eine wunderschöne Gegend und bei mir steht es so schon wieder mit auf dem Plan. Der Wurzner Ringelnatzlauf hatte im letzten Jahr ein Jubiläum. Da war ich leider nicht dabei, ich war in der Zeit im Urlaub. Aber ich hatte einen Conan als Kameramann vor Ort und konnte trotzdem ein kleines Video draus machen. Sehr speziell und besonders war der WGT Gothic Run. Im Rahmen vom Wave-Gothic-Treffen in Leipzig fand da ein kleiner Lauf statt. Noch völlig unkommerziell und trotzdem waren es erstaunlich viele Teilnehmer. Ja, das war echt schön.
Der Leipziger Halbmarathon war für mich besonders schön. Ja, der war echt herrlich. Irgendwie die Leute waren so richtig gut drauf an dem Tag und es waren auch sehr viele. Es war mal wieder eine Laufveranstaltung mit richtig vielen Startern und das hatte mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Nicht vergessen wollen wir unsere virtuellen Läufe. Ja, da war natürlich das zweite Mal der Forest Gump Lauf. Da, ja, ich glaube, wir waren zu viert. Ich weiß gar nicht genau jetzt. Das war herrlich. Dann unser Early Bird Run hat auch schon Tradition. Da treffen wir uns immer hier und trinken hier ein Bierchen. Danach, vorher gibt es eine schöne Runde. Das macht auch immer wieder Spaß jedes Jahr. Ich hoffe, der findet wieder statt. Ja, und das Finale, das war so eine Idee von René und von mir, sag ich mal. Das war unser Tannenbaumlauf und der war natürlich herrlich. Ich war überwältigt, wie viele Leute da waren. Und es waren minus 10 oder minus 11 Grad und trotzdem waren wir 25 Teilnehmer. Ich bin begeistert, ja. Vielleicht wird daraus auch eine Tradition. Film läuft? Wir auch! Schaut euch das mal an. Ich freue mich, dass ihr alle unserer Einladung gefolgt seid. Heute geht's los zum Tannenbaumlauf. Seid ihr bereit? Ja! Seid ihr fit? Ja! Ich bin ja auf der Runners World Uni Streak hängen geblieben. Seit 31. Mai laufe ich wieder jeden Tag. Und das ist natürlich auch sehr motivierend. Ihr merkt schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich immer anzutreiben. Für mich seid ihr aber die mit Abstand größte Motivation, muss ich sagen. Ja, es macht mir wahnsinnig viel Spaß, euch immer mitzunehmen auf meine Runden und ich freue mich natürlich über jedes Feedback, was da zurückkommt. Das treibt mich an und ich hoffe, ich kann euch davon ein kleines bisschen zurückgeben. Vielen Dank, ihr Lieben, das ist immer wieder geil und deswegen geht's hier auch so weiter. Wie im letzten Jahr, läuferisch, mal gucken, was da so kommt. Es bleibt spannend hier auf dem Kanal. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Es kommen regelmäßig Videos. Ich verspreche nicht, dass jede Woche eins kommt. Ich will mich auch nicht zu sehr stressen lassen davon. Aber ich bleibe dran, das ist versprochen. Ja, und ich versuche ja auch immer wieder, es soll ja auch nicht langweilig werden. Es sollen ein bisschen attraktive und interessante Inhalte kommen. Ja, ich habe viele Ideen. Bleibt dran. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um dann auch nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns, Leute. Macht's gut. Ciao.